Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Einführung in die Mensch-Maschine-Kommunikation, in dem ich Ihnen einen kurzen Abriss der Geschichte der Mensch-Maschine-Kommunikation gebe. Dabei werde ich sowohl auf wesentliche wegweisende Ideen eingehen, als auch Ihnen die Entwicklung der Maschinen und auch der Benutzeroberflächen zeigen. Die erste wegweisende Idee, die da zu nennen wäre, wäre 1452 die von Leonardo da Vinci, der festgestellt hat, dass im Mittelpunkt der Entwicklung neuer Technologien grundsätzlich der Mensch stehen sollte. Sie sehen ja auch an diesem weltbekannten Bild von Da Vinci, dass er sich intensiv damit beschäftigt hat, wie eigentlich der menschliche Körper funktioniert, von Aktionsradien, von Größenproportionen und so weiter, um darauf eben dann die Entwicklung auch von anderen Geräten abstimmen zu können. Im Rechnerbereich schauen wir zunächst in die Prähistorie. Am Anfang gab es Hardware, die elektromechanisch funktionierte. Sie sehen hier einen Nachbau der SUSE Z3, des ersten wirklichen Rechners, sozusagen, den Konrad SUSE entwickelt hat, im Deutschen Museum in München zu besichtigen, wie viele andere wegweisende Maschinen auch. Da lohnt sich ein Besuch sehr. Wie arbeitete der? Der konnte letztlich nur rechnen. Und wenn Sie dieses Gerät programmieren wollten, dann mussten Sie wirklich hier Kabel umstecken, wie man auch deutlich hier an diesen ganzen Steckplätzen im Bild erkennen kann. Terminals waren letztlich nicht mehr als blinkende Lampen und sie fütterten das Gerät mit Daten über Lochstreifen bzw. Lochkarten. Nutzen konnten dieses Gerät wegen der hohen Nutzungshürden eigentlich nur der Erfinder und ein ganz paar Personen um diesen Erfinder herum. Ein Benutzerinterface in dem Sinne gab es nicht. Nun, dadurch, dass sie hier zum Programmieren schon stecken mussten, war auch klar, sie müssen im Grunde die Finger im wahrsten Sinne des Wortes in der Hardware drin haben, um diese Kabel zu stecken. Soweit ungefähr bis 1945. 1945 kam eine weitere wegweisende Idee, Vannevar Bush mit seinem Memex. Und zwar hat er sich schon damals überlegt, dass man, wie er nur auf Papier skizzieren konnte, mangels entsprechend verfügbarer Hardware, dass man doch ein Fenstersystem entwerfen kann, womit man auf den Schreibtisch zugreift. Der Schreibtisch speichert alle wesentlichen Informationen ab und speichert diese auch verknüpft ab, sodass ich eben basierend auf einer herangezogenen Information dann weiter navigieren kann zu weiteren verknüpften Informationen. Aus der Originalpublikation sehen Sie hier, er möchte ein zukünftiges Gerät betrachten, wo ein Individuum alle seine Bücher, Datensätze und Kommunikationen abspeichern kann und dort eine, wie er damals dachte, mechanische Unterstützung erhält, sodass er mit ganz großer Geschwindigkeit das Ganze abrufen kann und sein Gedächtnis unterstützt wird. Das hat sich ja heutzutage mehr und mehr in Form digitaler Assistenten manifestiert. Schauen wir jetzt in die erste Generation der Hardware rein, die dann 1945 bis 1955 ungefähr zum Tragen kam. Es handelt sich hierbei um Röhrengeräte. Solche Bilder haben Sie wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen. Die besaßen eine kurze sogenannte Mean Time Between Failure, MTBF, also nur kurze Laufzeiten und dann kam schon wieder ein Ausfall, geringe Zuverlässigkeit. Faktisch ist das eine Ein-Benutzer-Maschine tatsächlich. Der eine Benutzer, der da gerade etwas rechnet, der hat die Maschine exklusiv für sich, den ganzen kompletten Raum, wie Sie hier sehen. Programmiersprache war hier Maschinencode. Sie mussten also tatsächlich Formen von Nullen und Einsen hier einfach eingeben, die die Maschine direkt versteht. Als Terminal gab es jetzt inzwischen immerhin einen Fernschreiber. Sie konnten also sozusagen einen linearen Ausdruck bekommen und immerhin konnten dieses Gerät jetzt schon Experten nutzen und nicht nur die Person, die das Gerät erfunden hat. Das Benutzerinterface war hier immer noch ein einfacher Batchlauf. Sie mussten also alles entsprechend coden, dann starten und weitere Benutzerinterfaces waren hier nicht vorgesehen. In der zweiten Generation von 1955 bis 1965 sehen wir die Entwicklung hin zu Transistoren. Man geht also weg von den Röhren und kann dadurch viel kleinere Geräte bauen, wie Sie hier sehen, ein altes System 360 als Beispiel. Hier haben Sie schon einen echten Batch-Betriebsmodus, also Stapelverarbeitung, und einzelne Programme können untereinander die Zeit teilen. Also es gibt einen Timesharing-Modus. Programmiersprachen, da kommen wir jetzt etwas weg von der reinen Maschinensprache und mehr hin zu Sprachen wie Assembler oder auch ersten Hochsprachen wie Fortran und Cobol.
Als Terminals bekommen Sie jetzt hier diese klassischen Monitore, die zahlenorientiert arbeiten, die klassischen Röhrenmonitore, die einfarbig auf Hintergrund etwas ausgeben können. Typisch war damals grün auf schwarz. Nutzende sind jetzt schon Techniker, also nicht nur Experten, sondern wirklich auch Menschen, die konkrete technische Probleme rechnen möchten. Und hier bekamen sie jetzt immerhin schon eine sogenannte Kommandozeile, in der sie dann ihre Kommandos eingeben können. Also sie bekommen hier erstmals als Standardbenutzer schon jenseits der Programmierung eine gewisse Kommandosprache. Und das reichte dann, dass eben tatsächlich Techniker das nutzen können. Das alles war noch sehr Richtung Textmodus ausgelegt und sehr weit weg von dem, was wir kennen. 1963 hatte dann Ivan Sutherland die Idee, dass man auch grafisch am Computer etwas machen könnte. Und er hat dann die erste interaktive Computergrafiklösung vorgeschlagen, hat das am MIT, Massachusetts Institute for Technology, vorgestellt. Und das ist im Grunde der Vorläufer zum heutigen Computer Aided Design, CAD, wo Sie Lösungen wie AutoCAD und Ähnliches heute kennen, die in vielen verschiedenen Branchen zum professionellen Design zum Einsatz kommen. Es kam dann die dritte Generation von Hardware. Da kam man dann zu integrierten Schaltkreisen, etwa 1965 bis 1980. Und hier war jetzt echtes Timesharing möglich. Also Sie konnten echt die Rechenzeit auf diesen Maschinen teilen. Und es kam zu Transaktionsverarbeitung. Kennen Sie aus Datenbankmanagementsystemen, dass man verschiedene kombinierte Abfragen nur gemeinsam oder gar nicht als Transaktion ausführen möchte. Jetzt setzten sich wirklich auch Hochsprachen durch, klassisch damals Pascal, auch Basic wurde größer und sie bekamen als Terminals jetzt immerhin mal ein Vollbild und nicht nur eine Zeile auf diesen Monitoren, die ihnen grün auf schwarzen Text anzeigten. Und damals waren ganz früh Vorreiter schon Banken, die hier für ihre Angestellten solche Rechner in Betrieb nahmen. Sie bekommen jetzt also im Textmodus natürlich immerhin schon mal erste Masken. Man konnte dann die Striche auf den Bildschirm zeichnen, sodass es aussah wie ein Fenster auch im Textmodus und innerhalb dieser Masken auch eine erste Menüdarstellung. Es folgte die nächste wegweisende Idee, die Sie in abgewandelter Form heute wahrscheinlich noch nutzen, nämlich Douglas Engelbart, der dann die Idee hatte, eine sogenannte Maus einzuführen. Aufgrund des Bilds hier mit dem roten Öhrchen oben als Knopf und dem Kabel als Schwanz liegt die Analogie, das Ding Maus zu nennen, durchaus auch nahe. Wie Sie dann aber sehen, diese Idee war so wegweisend, dass es 18 Jahre gedauert hat, bis dann wirklich Apple nach dieser Idee sie auch kommerziell verwertet und eine Maus mit ausgeliefert hat. Wir schauen parallel mal auf die Bildschirmdarstellung. Ich hatte Ihnen schon gesagt, grün auf schwarz oder nicht ganz schwarz, vielleicht auch je nachdem, wie gut der Röhrenmonitor war. Das sah dann eben typischerweise so aus, dass Sie 25 Zeilen und 80 Zeichen hatten. Abgesehen davon, dass es dann irgendwann auch erweiterte Moni gab, die mehr Zeilen oder mehr Zeichen unterstützen, aber das war der Standard. Und dann hatten Sie eben diese Masken und Sie sehen hier schon, dass über diese Minuszeichen man hier versucht, gewisse Bereiche abzugrenzen, wie so eine Art Rahmen vielleicht auch zu ziehen. Und das wurde dann sukzessive weiter verfeinert. Sie sehen, das entwickelte sich dann in dem unteren Bereich Richtung semigrafische Bildschirme, weil natürlich der Bedarf bestand, gewisse Dinge vielleicht auch grafisch zu visualisieren. Das geschah aber im Grunde alles noch über Zeichen im Textmodus, die dann sozusagen nur passend eingestellt wurden und kombiniert wurden, sodass hier Balken, halbhohe Balken, halbbreite Balken und Ähnliches genutzt wurden, um diese scheinbar grafische Darstellung zu erzeugen. Ab 1980 sehen Sie dann die vierte Generation an Maschinen. Hier kommen Sie jetzt zu hochintegrierten Schaltkreisen und es fangen an, die IBM-basierten PCs sich zu verbreiten. Betriebsmodus hier, Sie nutzen das Gerät für sich allein und es gibt erste Local Area Networks, LAN, also Sie haben auch erste vernetzte Rechner. Jetzt kommen auch andere Programmiersprachen auf, jenseits der Hochsprachen, nämlich tatsächlich schon individuelle problemorientierte Sprachen und auch erste visuelle Ansätze zum Programmieren, weil, wie Sie unten bei Nutzende sehen, auch der Nutzerkreis breiter wird. Also jetzt auch Geschäfts- und Privatnutzer allgemein das Ganze nutzen möchten. Und wie wir ja eben schon thematisiert haben, in der Einführung der Motivation
Die Vorbildung und Affinität der Teilnehmenden und der Nutzenden wird immer geringer mit zunehmender Verbreitung natürlich. Als Terminal bekommen Sie jetzt dann auch wirklich erste Grafikdisplays. Sie bekommen dann neben Workstations auch den Einzug der Mobilität, dass damals erst sogenannte Laptops, später Notebooks populär wurden. Und in der Benutzeroberfläche entwickelte es sich immer mehr Richtung WIMP, Windows, Icons, Menus und eine Pointing Device. Das war eben die engelbartsche Maus typischerweise, wobei Sie bei diesem Notebook hier sehen, dass die natürlich ersetzt werden konnte durch Trackpoint, das ist dieser rote Pin in der Mitte, über den Sie den Zeiger verschieben können, und oder Touchpad. Und Sie wollen auf WYSIWYG, das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört, what you see is what you get. Was Sie sehen, ist auch tatsächlich das, was nachher dann bei der Ausgabe, zum Beispiel auch auf einem Drucker, wirklich für Sie erscheinen wird. Wegweisende Produkte, die hier zu nennen wären: 1981 der Xerox Star, da hatten Sie erstmals wirklich einen Bitmap-Bildschirm, der also Grafiken sauber anzeigen konnte und wegging von dieser reinen Grün-Schwarz-Logik. Mit Fensterdarstellung, die Maus, die Engelbartsche, war hier jetzt auch vertreten und Icons hielten auch Einzug. Deswegen dieser Xerox Star tatsächlich wegweisend. Dort gab es dann auch die ersten Tabellenkalkulationen, wie Sie hier rechts auf dem Bild erkennen können, neben den grafischen Textverarbeitungstools, die Sie hier unten auf dem Bild sehen. Das war auch genauso wie Engelbarts Auswuchs des Palo Alto Research Centers, eines ganz bekannten Zentrums, wo viele revolutionelle Entwicklungen um den PC herum stattgefunden haben, was wahrscheinlich auch mit den Ruf dieses Silicon Valley begründet hat. 1983 darf dann eben Apple nicht fehlen, die ja auch, wie schon gesagt, die Maus kommerziell erstmals in die Breite einführten. Der Apple war der erste PC mit grafischer Benutzerschnittstelle. Die Lisa erschien 1983. Sie sehen optisch vielleicht nicht das, was man sich heute unter Apple Design vorstellt, hier unten im Bild. Der Macintosh von 1984 war dann schon eher ein Designrechner. Beide Geräte, da sehen Sie auch die Maus abgebildet, beide Geräte waren auch erste Erfolge. Schauen wir auch mal kurz auf die Benutzeroberflächen, die dann kamen. Am Massachusetts Institute for Technology wurde dann eben auch das X-Window-System entwickelt. Das war ein grafischer Aufsatz für die bereits verbreiteten Unix-Systeme. Und das X-Window-System bot als Server letztlich ein Framework, worin sich andere Benutzeroberflächen einklinken konnten und konnten dann ganz unterschiedliche Oberflächen anbieten für unterschiedliche Zwecke. Inzwischen gibt es X-Windows für fast alle Betriebssysteme, verschiedene Unix, Linux, BSD-Derivate und so weiter. 1985 erschienen dann Atari und Amiga, die heute bekannt sind als Spielecomputer. Man konnte mit beiden aber deutlich mehr machen. Aber diese Fenstersysteme, die waren dann endlich für alle erschwinglich. Man muss sich schon vorstellen, so ein Apple, der kostete damals mehrere tausend D-Mark, während eben Atari und Amiga, gerade hier der unten abgebildete Amiga 500, eben für mittlere dreistellige Beträge, also viel, viel günstiger zu haben waren. 1990 begann dann Microsoft auf sein damaliges DOS, das sogenannte Windows, aufzusetzen. Man brachte gleich Windows 2 in den Markt, weil Version 1 zu instabil und unreif klang. Und größerer Erfolg wurde dann aber erst den 3.x-Versionen von Windows zuteil, die sich dann auch dank geschickter Verträge und geschickten Marketings als de facto Standard im Desktop-Bereich etablierten, sodass ich es jetzt hier nicht abbilde, wie die alten Windows-Versionen aussahen. Seit 1999 gehen wir im Grunde von der fünften Generation von Rechnern aus. Die Hardware dort hat sich hin weiterentwickelt zu Netzwerkrechnern. Denken Sie heute auch an Chromebooks. Man nutzt überall Multimedia und die Rechner sind im Grunde ubiquitär. Mit den Einzug haltenden Smartphones, Smartwatches und so weiter rücken diese Geräte immer näher an ständige Verfügbarkeit und an ihren Körper auch heran als Nutzende. Betriebsmodus hier meistens auch Single-User, also das Gerät ist für Sie, bei Tablets und Smartwatches spüren Sie das besonders deutlich und Sie haben auch eine Anwendung ans WAN. Selbst in einer Smartwatch können Sie ja heute mobil telefonieren und Wide-Area-Network-Funktionen nutzen. Bei den Programmiersprachen setzten sich jetzt auch definitiv die objektorientierten und die abstrakten Programmiersprachen mehr durch und
wie schon erwähnt, ihre Terminals, die werden mobil. Schwerer, klobiger Laptop wandelt sich zu einem durchaus portablen Notebook. Sie haben die Smartphones, die überall gängig sind. Man kommt zur ersten 3D-Ausgabe, auch wenn dieses Feature aus den Flachbildschirmen gerade wieder zu verschwinden scheint. Und was Sie über die allgegenwärtigen Assistenten sehen, natürlich ist heute auch Sprachausgabe. Nutzende, nicht ganz alle, aber im Wesentlichen könnte heute fast jede Person einfach solche Geräte nutzen. User Interface hat sich stark erweitert. Sie sehen heute neben den grafischen natürlich auch Gestik, Mimik und Sprachsteuerung, die sich stark verändern. Wegweisende mobile Oberflächen möchte ich kurz noch erwähnen. Zum Ende dieser Rundreise durch die Geschichte 2001 hatten wir Nokia und Symbian Series 60 als erste wirklich relativ grafische und verbreitete Oberfläche, die Sie hier rechts auch als Beispiel auf dem Telefon erkennen können. Und Sie sehen dann, dass Apple iOS im Grunde eine gewisse Weiterentwicklung davon ist. Im Wesentlichen ersetzt man die Tastatur durch einen volle Größe Touchscreen und lässt hier alle Programme nur im Fullscreen laufen. Es kam dann mit sich die an die veränderte Touchgewohnheit angepasste invertierte Scroll-Logik, dass Sie andersherum scrollen als eigentlich auf dem Desktop-Rechner. Vielen Menschen fällt es erstmal gar nicht auf, bis man darüber nachdenkt. Und natürlich führte Apple gleichzeitig auch eine Gestensteuerung ein, zum Beispiel diesen sogenannten Pinch-Zoom, dass Sie Ihre zwei Finger auseinanderziehen oder zusammendrücken, je nachdem, ob Sie hinein oder hinaus zoomen möchten. 2007 zog dann Google mit Android nach, das inzwischen ja 90% Marktanteil aufweist bei den mobilen Betriebssystemen. 2010 startete Microsoft noch einen Versuch mit Windows Phone, das auch einige neue Gesten brachte, Wischgesten vom Bildschirmrand. Windows Phone selber hat nicht überlebt, aber die Wischgesten vom Bildschirmrand schienen eine so gute Idee zu sein, dass Sie die heute eben auch nach gewisser weiterer Erläuterung in iOS oder anderen Systemen sehen. Soweit unsere Rundreise durch die Geschichte. Wir wenden uns im nächsten Teil dann den Medien zu.